Zum Geburtstag von Leonardo DiCaprio küren wir mal die drei besten Rollen des Hollywood-Stars. In Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood spielt DiCaprio den abgehalfterten Schauspieler Rick Dalton, der sich Ende der 60er mit den Veränderungen im Filmgeschäft herumschlagen muss und für den lukrative Rollenangebote inzwischen ausbleiben. In dem Film zeigt DiCaprio die ganze Bandbreite seines Könnens und liefert an der Seite von Brad Pitt eine seiner ehrlichsten und zugleich witzigsten Performances ab. Mit Kultregisseur Martin Scorsese hat Leonardo DiCaprio inzwischen 6 Filme gedreht. Am erfolgreichsten waren die beiden zusammen mit The Wolf of Wall Street an den Kinokassen. In der Rolle des skrupellosen Börsenmaklers Jordan Belfort, der seinen hedonistischen Lebensstil und ausschweifenden Exzesse ohne Rücksicht auf Verluste durch Betrügereien finanzierte, liefert der Oscar-Gewinner eine Tour de Force-Performance ab, die den Wahnsinn und die Gier perfekt auf die Leinwand transportiert. Im Thriller The Departed wird DiCaprio als Undercover-Cop Billy Costigan in die irische Mafia eingeschleust, um den Gangsterboss Frank Costello festzunageln. Seine düstere Performance eines tragischen Helden, der permanent von Ängsten und Zweifeln geplagt wird, ist dabei einfach nur meisterhaft. Was ist euer Lieblings-DiCaprio-Film?